Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Star Stable hat gestern auf Instagram ein sehr, sehr cooles neues Bild gepostet. Und zwar von dem Remake der Morgan Horses. Und was ich schon mal sagen kann, sie kommen am 8. Februar ins Spiel und sie werden 850 Star Coins kosten. Ich werde sie mir dann auf jeden Fall anschauen. Ich kann mir leider keins kaufen, denn ich habe keine Star Coins. Und wir können hier auf dem Bild schon mal vier Fellfarben erkennen. Und schaut mal bitte, wie süß das aussieht. Diese kleine Maus hat ein kleines Herz hier vorne. Mega, mega hübsch. Ich finde die Fellfarben total interessant, muss ich sagen. Auch hier vorne mit der Blässe. Das sieht sehr, sehr cool aus. Auch hier. Also ich bin auf jeden Fall auf das Remake dieser Pferde gespannt. Und schaut einmal hier vorne. Sie haben ja auch eine neue Roadmap gepostet. Und am 8. Februar kommen sie und wir können hier schon die zwei Gesichter sehen. Und sie ist, also ich finde sie wirklich mega, mega hübsch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie dann letztendlich im Game aussehen werden. Ja. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne mal eure Meinung zu den Morgans in die Kommentare schreiben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wird ein oder zwei vielleicht bei euch auch einziehen? Und ja, wie gesagt, bei mir leider nicht. Vielleicht irgendwann, wenn ich ein paar Starcoins gespart habe. Und ja, was erwartet uns eigentlich noch? Am 15. Februar auf die Plätze fertig Bobcat und dafür sind wir einmal hier auf der Homepage von Star Stable gegangen. Und dann steht da: Lerne das Jorvik'sche Elite-Rennen-Komitee kennen, den offiziellen Veranstalter und Sponsor der Meisterschaften auf Jorvik. Das Komitee hat sich daran gemacht, die Meisterschaften nach und nach zu aktualisieren. Diese Woche ist Moorland dran. Trabe? Nein, galoppiere nach Moorland, um dir die Willkommensbotschaft zur Meisterschaft abzuholen. Also das hört sich an, dass wir auf jeden Fall etwas erhalten, die alle neuen Teilnehmer verdienen. Jetzt mit zusätzlichen Bobcat-Flair. Und es gibt in Vorbereitung auf unsere Veröffentlichung zur Pferdeentwicklung einige Veränderungen, die das Leben leichter machen werden. Der Bazar ist wieder in Moorland und hat tolle Angebote mitgebracht. Okay, das hört sich auf jeden Fall richtig cool an. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Die Woche darauf. Ahoi, das wird ein rutschiger Ritt. Das erwartet uns am 22. Februar. Die Arbeit an der Aktualisierung der Meisterschaften geht weiter. Und zwar in Fort Pinter. Also die Woche darauf ist es nicht mehr in Moorland oder vielleicht bleibt es in Moorland, aber es geht auf jeden Fall nach Fort Pinter. Zeit für einen Ritt über den Sand und das Wasser. Wenn du am Fort Pinter Championat teilnimmst, musst du dich neuen Herausforderungen stellen und wirst neue interessante Leute kennenlernen. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Und dann kommen wir zu der letzten Februarwoche. Prachtvolle Ponyparade. Sie fängt sogar am 1. März an, sehe ich gerade. Ja, also alle Ponyfans können dann an diesem Rennen teilnehmen. Das Jorvik'sche Elite-Rennen-Komitee hat auch unsere geliebten Ponys nicht vergessen. Und den Ponyfan Charles beauftragt. Dieses Rennen bringt wonnige Sommergefühle mit Schmetterlingen und Luftballons. Die Frage ist, weicht man ihnen aus oder nicht? Macht dein Pony startklar? Und ja, ich bin auf jeden Fall schon mega, mega gespannt, wie es wird. Und ich, ja, schreibt mir auch mal sehr gerne in die Kommentare, von welchem dieser Updates freut ihr euch am meisten? Ich bin auf jeden Fall mega, mega gespannt. Und
Die Morgans sehen auf jeden Fall vielversprechend aus. Ich freue mich, dass sie ein Remake bekommen. Sind mir leider allerdings ein bisschen zu viele Pferde auf einmal, wie gesagt. So viele Starcoins habe ich nicht. Meine allerletzte Frage für heute: Welches Pferd wünscht ihr euch, das ein Remake bekommt? Ich bin auf jeden Fall sehr dolle gespannt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.